Victoria war auf einem Tiertransporter mit 250 Artgenossen unterwegs zu einem Mastbetrieb. Von dort aus wäre sie nach wenigen Monaten weiter zum Schlachthof transportiert worden und dort getötet worden. Doch für Victoria sollte alles anders kommen, denn sie schaffte es, auf der Autobahn im Elbtunnel vom Transporter zu springen, hat den Sturz wie durch ein Wunder überlebt und auch den Gang durch den Elbtunnel, durch den Verkehr ins Freie. Dort wurde sie von der Polizei eingefangen und im Streifenwagen zum Tierheim gebracht, wo sie liebevoll versorgt und gepflegt wurde. Der Tierhändler machte zwar Besitzansprüche geltend und wollte Victoria auch zurückhaben, aber das Tierheim blieb da ganz hartnäckig und gab sie nicht wieder raus. Über Nacht wurde Victoria zum Medienstar und eroberte die Herzen der Menschen. Durch den mutigen Sprung in die Freiheit wurde sie zur Persönlichkeit. Die Menschen freuten sich mit ihr und keiner konnte sich mehr vorstellen, dass ihr Leben eigentlich im Schlachthof enden sollte. Victoria wird auf dem Erdlingshof mit den anderen Schweinen und vielen weiteren Tieren ihr Leben verbringen. Sie wird all das tun können, was den Schweinen in der sogenannten Nutztierhaltung verwehrt bleibt. Sie kann sich aus Stroh ein kuscheliges Bett bauen, sie kann mit ihren neuen Freunden über die Wiese rennen, sie kann wühlen in der Erde, sich suhlen, baden oder sich auch einfach nur zurückziehen in eine ruhige Ecke, wenn sie ausruhen möchte. Wir wünschen uns, dass Victoria auch weiterhin die Herzen der Menschen erreicht und sich noch mehr Menschen die Frage stellen, ist ein Tier wie Victoria ein Produkt und Lebensmittel oder ist Victoria ein fühlendes Lebewesen, das genauso wie wir Menschen ein Recht auf Leben hat?